So, dann gehen wir mal zur Apotheke. That's the door to the pharmacy. We should be able to find pills for Larry in there. The keys are on that zombie out in the street. Okay, also der Zombie hat die Schlüssel. Die Frage ist natürlich, wie kommen wir jetzt da dran? Wo haben wir denn hier noch irgendwas? Haben wir vielleicht irgendwas vergessen? Ich weiß gar nicht, eigentlich ist hier jetzt nichts mehr. Head back into the drugstore with me. Okay. Lee? Yeah? You're not bad, right? Why are you asking me that? That lady said you killed someone. Was that because he was one of the things trying to eat you? Nein, das war er nicht. Es ist kompliziert. It's complicated. Sometimes things happen, or you do things and you can't explain them. Let's head back to the others. Okay, wir sind wieder zurück in der Drogerie und können ja mal schauen, was Lily uns noch zu sagen hat. Hey. I'm gonna get back to him. Sounds good. Okay, anscheinend nichts. So. How are we doing? If you don't mind, I think my family and I are gonna rest for a bit. Let me know if that asshole over there takes a turn for the worse. You got it. Hey there, this is Glenn, and I'm kinda in a jam here. Little girl, if you're there, can you put your daddy on the phone? Or on the talkie or whatever? This is Lee, what's up? So, I'm down at that motor inn, and... Well, I'm stuck. Stuck? Yeah, I saw a chance to get some supplies for the group. And a bunch of the Roman ones got the jump on me. I'm hiding over here, but they won't leave. What's up? Glenn's trapped down at the motor inn. Hey, Glenn. We're gonna talk it over and send a group to come get you, all right? Awesome. I'll sit tight till then. Sounds good. I'm gonna hold on to this until we get Glenn back, okay? I'll take good care of it. What do you think? I think Doug's not great around zombies. You got your family here. I'll take Carly and her dead eye down to the motor inn, get Glenn, and get back here as fast as I can. If that's what you want to do. Somebody's got to. Yeah, I'm in. Good. Doesn't sound too bad there right now. Let me know as soon as you want to head out. I could use a jog. Okay. Also, Glenn hat sich gemeldet. Und einige kennen Glenn auch, glaube ich, aus der The Walking Dead Serienstaffel. Denn dort hat er auch als einer der Hauptrollen mitgespielt. Ist echt ein Zufall, dass der hier auch vorkommt. Und ich nehme an, er wird auch nicht lange bleiben. Denn, wie gesagt, wir spielen hier nicht die Serie, sondern wir sind eine ganz andere Person in einer ganz anderen Stadt. Und das natürlich zu einer ganz anderen Zeit. Und deshalb ist es natürlich auch klar, dass wahrscheinlich Glenn gar nicht bei uns bleiben wird. Aber die, die The Walking Dead kennen und richtiger Fan davon sind, die wissen natürlich, dass es so ist. So, jetzt sprechen wir nochmal mit Clementine. Okay. Everything okay? Mhm. Gut. So. Jetzt schauen wir nochmals. Jetzt sprechen wir nochmal mit Doug. How are we doing? Good. Wanna go have a look around outside? Ja, schauen wir uns nochmal draußen um. Let's have a look around. Okay. So, und hier haben wir jetzt den Ziegelstein. Und hier ist Tim Tools. Und das Motor Inn müsste, glaube ich, da hinten irgendwo sein. Ist natürlich jetzt die Frage, wie wir jetzt an den Schlüssel hier kommen. Beziehungsweise, ob wir jetzt schon überhaupt dieses Schloss hier knacken können.
Oder ob wir jetzt zuerst Glenn retten, ist natürlich jetzt die gute Frage. Ich glaube, wir gehen jetzt erstmal wieder rein und retten, glaube ich, erstmal Glenn. Ah. Wir können ihm natürlich noch hier Duck Bescheid sagen, dass wir die Fernbedienung gefunden haben. Vielleicht hilft uns das auch noch weiter. Think you can do anything with this? You know what I could do? What's that? It's universal. I could program it to work with those TVs across the street. Let's just hope the power is still on. You can just do that? Well, I memorized all the codes when I was in AV. Let's try. Ah, da gehen die Fernseher an. Well fucking done, Doug. All that dork nonsense might save a life. Who's to say it already hasn't? I got a few of them to take notice. But not enough. Okay, das scheint noch nicht zu funktionieren. Wir könnten jetzt den Ziegelstein natürlich nehmen und den da hinten reinwerfen und vielleicht dann durch dieses laute Geräusch vom Zerstören des Fensters werden die aufmerksam. Aber dafür müssen wir erstmal an den Ziegelstein kommen. Und dabei würde uns ja dieser Gehstock von unserem Vater helfen. So, jetzt gehen wir erstmal wieder rein. Let's head back inside. Okay. So, dann gehen wir mal zu Carly und gehen dann zu Glenn und holen ihn da raus. Bist du bereit für da draußen? You ready to head out? You got it. You? Ja. Yeah. Let's go. That wasn't so hard. Can we get out of here before any of these things notice us? Not yet. There's a survivor trapped up there. No way. We gotta go. Now. Listen, I was out here looking for gas. And then, up there in the corner room, I heard crying coming from inside. Who is it? It's a girl. We talked and she got frightened. I was trying to get in and help her and she started yelling and saying I was bitten. I tried to convince her I wasn't and that's when all these guys came out of the forest. A couple almost got me, and I ended up hiding in the ice machine. Lucky you. Now let's go. We can't just leave her. Damn right we can. You guys are suicidal over a girl. I'm saving her, with or without you. Think about if it was you. Fine. Let's go save Glenn's damsel in distress. Okay, ich spähe über die Mauer. Oh man. She's eating something. So we got that one right there, close. Ach so, okay, wir müssen uns also beeilen. We can hide by that RV if we're quiet and keep our heads down.
So, hier haben wir ein Kissen. There's a pillow over there. That's about as far as I got when it came to supply gathering. I might have an idea for it. Okay, dann nehmen wir uns das Kissen mal. Good luck smothering them to death. That's not really what I have in mind. So, jetzt sprechen wir mal mit Kali. Where to next? Und da ist der RV, da können wir rüberlaufen. We can hide by that RV if we're quiet and keep our heads down. Okay, dann mal los. So, hier ist Glenn. Okay. I'm not sure I can take them both out myself, even if I had a weapon. Jetzt sprechen wir mal mit Glenn. We're a little naked out here, except for Carly's gun, and we can't use that much. Let's head back to that wall. Safe there. Ja, jetzt wissen wir natürlich nicht, was wir jetzt machen können. Wir gehen einfach nochmal zurück. Sprechen jetzt mit dem Kali. There's a truck over there. Maybe we can find you a weapon. Ah, genau, ein Truck. We can hide by that pickup. Na dann mal los. Hier ist ein Fenster. I wonder if there's anything in the pickup. So, können wir das Fenster denn? Wir schauen erstmal. I think I found a pretty damn good way to stop these guys quietly. Now we just have to get it quietly. Okay, dann nehmen wir mal das Kissen. What are you gonna do with that? Tricks for getting into cars? Not without tools, or making a bunch of noise, and none with pillows. Die Scheibe einschlagen. Dann machen wir aber Krach, und das wollen wir natürlich nicht. Vielleicht können wir auf die andere Seite, oder wir können hinten rum. Ach nee, können wir nicht. Dann würde ich mal sagen, vielleicht auf die andere Seite. Wenn wir ihn mit dem Kissen töten? Get out your gun. But the noise. Just follow my lead. Stay right behind me. Sick. Das war der Hammer, ja. So, dann schauen wir mal. Auto drücken, die Tür. Und hier haben wir eine Zündkerze. Da kommt mir auch eine Idee. Die könnten wir gleich fürs Fenster gebrauchen. Und hier haben wir einen Gang wechseln. It's a sparky thing. Spark plug. You should hold on to that. Pick him in hand. So, dann würde ich mal sagen. Gehen wir jetzt erstmal zurück zum Truck. Und holen uns erstmal jetzt den Schraubenzieher da. Ja, die Tür ist natürlich zu. Also auf zum Fenster.
So, und jetzt haben wir die Zündkerze und jetzt kommt die alles entscheidende Idee. Let me see the spark plug. Porcelain inside these things turns car windows to tissue paper. Okay, jetzt können wir es leise aufmachen. Und wir nehmen uns die Stanzspitze. That could scramble a brain pretty good. That's exactly what I was thinking. Es ist gar kein Schraubenzieher. Ich dachte zuerst, es wäre ein Schraubenzieher. Aber ich weiß auch gar nicht, was eine Stanzspitze ist. Ich habe den Begriff noch nie gehört irgendwie. Und ich würde mal sagen, wir gehen jetzt mal wieder zurück zum Auto. Und ich weiß jetzt gar nicht, da hinten ist natürlich der eine... Der steht da hinterm Wohnwagen, ob wir den mit dem Ding vielleicht töten können, aber... Oh, wir können ja mal hingehen und es mal versuchen. Okay, das bringt nichts, dann würde ich mal sagen, schieben wir mal das Auto. So, perfekt. Jetzt können wir wieder rüber zur Ziegelwand gehen. Und uns jetzt hinten rumschleichen. Wir dürfen uns ja nicht erwischen lassen. Gut, dass der Zombie da am Fressen ist. Und ich finde Glenn ja einfach nur cool, auch in der The Walking Dead Staffelserie. Einfach ein cooler Typ und richtig locker und chillig und macht einfach Bock hier mit dem zusammen eine kurze Zeit zu verbringen. So, jetzt können wir natürlich... Vielleicht können wir den töten. Okay, alles klar. Aufgepasst. I'll wait for him to get closer. Voll ins Auge. Okay. Nice. Thanks for having my back. For sure. Ja, ja, du mich auch. Komm mal da dran. Okay, anscheinend nicht. Dann würde ich mal sagen, hauen wir ihm das Ding mal in den Schädel. Dude, where'd your weapon go? Into that ice pick sized hole. Holy shit. It's cool. Now we've got this. Are you two done? Yes, jetzt haben wir eine Axt und die nehmen wir uns natürlich und jetzt sind wir bestens gerüstet. Two more. That should help.